Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei Mut zur Nachhaltigkeit, unsere Veranstaltungsreihe im Rahmen des Risikodialog, einer Initiative zur Diskussion von Zukunftsfragen. Wie Sie wissen, wird diese Veranstaltung veranstaltet vom Umweltbundesamt gemeinsam mit Österreich 1, dem Ministerium für ein lebenswertes Österreich und dem Institut für globale Entwicklung und Nachhaltigkeit der Universität für Bodenkultur. Es freut mich, Sie so zahlreich sehen zu dürfen. Ganz offensichtlich sind Sie nicht in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Sie haben ganz offensichtlich das Glück gehabt, nicht einer Gewalttat zum Opfer zu fallen, wurden nicht irritiert durch sich küssende Paare vor Kaffeehäusern, die Sie hierher nicht kommen lassen, und haben hoffentlich auch noch die Brieftasche bei sich. Der Tag ist noch nicht zu Ende. Wir wissen nicht, welche Risiken noch auf Sie warten. Zumindest wenn man die Medien durchblättert, hat man den Eindruck, dass das sozusagen die zentralen Themen sind, die uns risikomäßig beschäftigen sollten. Denn sie lauern sozusagen täglich auf uns und sind allgegenwärtig. Vielleicht liegt es auch an unserer Wahrnehmung, denn tatsächlich ist es ja schon so, dass in den Medien auch gebracht wird, etwas über den Klimawandel, über biologische Vielfalt. Viele erinnern sich vielleicht auch noch an das Problem der tropischen Regenwälder. Man hört davon nicht mehr sehr viel, obwohl das Problem nicht gelöst ist. Dass uns der Boden buchstäblich unter den Füßen weggezogen wird, weil er versiegelt wird und nicht mehr verfügbar ist für sinnvolle Zwecke. Das nehmen wir zwar irgendwo wahr, aber all diese Informationen und diese Bedrohungen stehen nicht im Fokus des täglichen Lebens. Und es stellt sich in der Tat nun die Frage, sind wir als Gesellschaftskollektiv einfach nicht in der Lage, diese Themen richtig zu adressieren? Haben wir hier blinde Flecken? Warum betrachten wir diese oberflächlichen Dinge als lebensbedeutender für uns als die wirklich langfristigen, für uns prägenden und gefährlichen Entwicklungen? Nun, der heutige Tag und der heutige Abend und der heutige Vortrag soll uns ein bisschen näher bringen der Erkenntnis, was denn unsere Wahrnehmungen prägt. Warum nehmen wir etwas wahr und warum nicht? Soll uns ein bisschen helfen, auch auszuleuchten, die blinden Flecken. Und natürlich, unsere Veranstaltung heißt Mut zur Nachhaltigkeit, uns Perspektiven geben, wie wir in Zukunft besser einer nachhaltigen Entwicklung entgegenstreben können, indem wir auf die richtigen Dinge schauen. Nun freut es mich ganz besonders, unseren Redner heute begrüßen zu dürfen. Er steht uns ja sozusagen schon lange zur Seite, war vor 10 Jahren schon bei der Taufehebung des Risikodialoges dabei und dort ein wichtiger Impulsgeber, indem er ein Hauptreferat zum Risiko gehalten hat. Ich bin Ihnen daher sehr dankbar, dass Sie uns heute wieder zur Verfügung stehen und uns weiter helfen, auf dem Weg Mut zu finden für eine nachhaltige Entwicklung. Herr Professor Renn lehrt Umwelt- und Technologie-Soziologie an der Universität in Stuttgart. Er ist Direktor des Zentrums für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung an dieser Universität, war Hochschullehrer in Deutschland, den USA und der Schweiz, Leiter des Nachhaltigkeitsbeirates von Baden-Württemberg von 2008 bis 2012 und war Mitglied, so da sind Sie noch, von der Frau Bundeskanzlerin Merkel einberufen in Ethikkommission Zukunft der Energieversorgung. Und seit 2013, ich nehme an, hier waren Sie Mitglied des wissenschaftlichen Beraterteams von EU-Kommissionspräsident Barroso. Sie sind auch Präsident der Internationalen Gesellschaft für Risikoanalyse und Autor von ein paar mir sehr wichtig erscheinend und liebgewordenen Büchern, wie zum Beispiel des Leitbilds Nachhaltigkeit und Risiko über den gesellschaftlichen Umgang mit Unsicherheit. Das neueste Buch, das Risikoparadox, das Sie herausgegeben haben mit einem auch unserer Mentoren, nämlich dem
Herrn Wiegand von der Stiftung Forum für Verantwortung, der auch unser Partner ist, ist sozusagen Ihr neuestes Werk und an dem bin ich gerade noch dran. Ich gebe zu, ich habe es noch nicht durchgelesen. ich darf Sie nun bitten, uns teilhaben zu lassen an Ihrem Wissen. The floor is yours. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal darf ich mich ganz herzlich bedanken für die freundlichen Einführungsworte, darf mich auch bedanken, dass Sie heute Abend trotz der vielen Risiken, von denen Sie eben schon gehört haben, den Weg hierhin gefunden haben und sich jetzt auch nochmal mit dem Thema Risiko beschäftigen werden. Ich möchte heute Abend mit Ihnen vor allem die Frage der sogenannten systemischen Risiken behandeln. Das sind die Risiken, die einen sehr großen Umfang haben können, aber nicht müssen und die uns in der globalen Welt Bedrohungen aufnehmen, deren Auswirkungen wir teilweise oder zum großen Teil noch nicht abschätzen können. Und das tue ich deshalb, und das ist ein Stück weit, vielleicht ganz gut, dass Sie das Buch noch nicht gelesen haben, weil wir die Risiken, die uns im Alltag tagtäglich begegnen, häufiger überschätzen und diese Risiken, die eher schleichender Natur, unterschätzen. Lassen Sie mich zunächst ein paar Worte zu den überschätzten Risiken sagen. Es ist so, dass wir, was die alltäglichen Risiken unseres Lebens anbetrifft, eine enorme Erfolgsgeschichte zu verzeichnen haben. Erfolgsgeschichte deshalb, weil in Österreich, in fast allen OECD-Ländern, die Lebenserwartung heute in die Region hineinkommt, wo wir an die Ende der biologischen Spanne, die wir nicht genau wissen, wo sie ist, aber doch in diesen Bereich hineinkommt. Heute, ich habe gestern noch mal nachgeguckt, für Deutschland kenne ich es natürlich auswendig, in Österreich muss ich es nachsehen, aber sie sind da in keiner Weise unterschiedlich. Die Lebenserwartung eines Mädchens, das heute in Österreich geboren wird, ist 85,7 Jahre und ein Junge 82,4 Jahre. Sie merken, dass genauso viele, wenn man das als Lebenserwartung sieht, die früher oder nachher sterben. Also wir haben eine Erfolgsgeschichte des Spezies Mensch und vor allem in den Industrieländern, die seinesgleichen sucht. Und um nur noch eine Zahl hinzuzufügen und dann werde ich sagen, gerade auch mit dieser Zahl, die Doppelbödigkeit dieser Tatsache auch nochmal herausstellen wollen. Wenn wir an irgendetwas sterben, wir alle am Ende des Lebens. Und die meisten werden sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Deshalb steht immer an erster Stelle bei der Statistik Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist aber irreführend. Denn wenn wir fragen, woran sterben wir vor 75 Jahren, steht an erster Stelle Krebserkrankungen. Das ist sozusagen die Geißel des vorzeitigen Sterbens in den meisten Industriegesellschaften. Aber auch da können wir feststellen, dass, wenn wir mal fragen, wie viele Menschen von 10.000 in Österreich sterben tatsächlich vor dem 70. Lebensjahr, meistens tatsächlich an Krebserkrankungen, dann liegen wir in Österreich, auch die Zahl habe ich nochmal nachgeprüft, bei 576 von 10.000. Deutschland liegt sogar etwas besser, was ich nicht gewusst habe, aber das ist alles im statistischen Intervall der Konfidenz. Wenn Sie in ein anderes Land gehen, beispielsweise die meisten Länder Afrikas, liegen Sie bei über 5.000 von 10.000, die Ihr 70. Lebensjahr nicht erreichen werden. Das heißt, die gute Nachricht ist, wir haben es in der Tat geschafft, dass 9.500 von 10.000 Menschen hier in Österreich im Prinzip mindestens das Alter von 70 Jahren erreichen. 9.500 von 10.000. Das ist positiv zu sehen. Und ich möchte das auch ganz besonders betonen, weil wir gerade in der Nachhaltigkeitsdiskussion angehen müssen gegen eine Geisteshaltung, die sagt, es ist ja sowieso alles verloren. Was regen wir uns auf? Versuchen wir doch, das, was wir noch haben, möglichst zu genießen, denn es geht ja alles im Berg runter. Das ist nicht der Fall. Wir haben in vielen Bereichen eine Erfolgsgeschichte, die durchaus auch pro Nachhaltigkeit ist.
Was bedeutet denn soziale Nachhaltigkeit anders, als dass wir allen Menschen in einer Gesellschaft ein Leben ermöglichen, das sie bis ans Ende ihrer biologischen Möglichkeiten in ihrer Existenz und sogar darüber hinaus in ihrer Gesundheit erhält? Die Kehrseite ist, und damit bin ich schon bei einem systemischen Risiko, das ich später noch ein bisschen stärker ausleuchten wolle, dass wir diesen Erfolg bezahlt haben durch eine zunehmende Ungleichheit der Lebenschancen weltweit. Und damit sind wir schon bei einem großen Thema der Nachhaltigkeit. Wenn ich sage, bei uns haben wir 500 von 10.000, die nicht das 70. Lebensjahr erreichen, und gehen wir von mir aus nach Sambia, also einem durchaus politisch vernünftig regiertes Land in Afrika, da liegen wir bei Männern 4.600 und bei Frauen bei 5.400 von 10.000, die das 70. Lebensjahr nicht erreichen. Also ein Faktor von 10 zwischen uns und anderen. Und dieser Faktor zeigt deutlich, dass die Lebenschancen dieser Welt sehr ungleich verteilt sind. Und dass wir teilweise versuchen, sehr viel Geld und sehr viele Ressourcen da hineinzusetzen, von den 500 vielleicht auf 499 zu kommen. Und die Augen davor verschließen, dass anderswo 5.600 unnötigerweise in dieser Höhe frühzeitig ums Leben kommen. Und dahinter steht etwas, was schon in der Einleitung verdeutlicht war, nämlich, dass es uns allen, und ich meine damit auch den Wissenschaftlern, durchaus schwerfällt, diese systemischen Risiken, von denen ich ganz am Anfang kurz gesprochen habe, in ihrer gesamten Bedeutung zu erfassen und dann auch handlungsfähig zu werden, um sie zu begrenzen. Es ist nicht so, dass diese systemischen Risiken nicht bekannt wären. Und die drei, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, sind für Sie alle kalter Kaffee. Es ist auch nicht irgendetwas Neues, was ich jetzt sozusagen Ihnen rauszaubere und sage, das ist jetzt das große Risiko, haben Sie nie dran gedacht? Sondern die Risiken, die ich Ihnen erwähnen werde, werden Sie sagen, naja, das lese ich ja. Aber es sind genau die Risiken, bei denen wir eben im Gegensatz zu den anderen, die ich eingangs erwähnt habe, keine Erfolge haben. Oder so gut wie keine Erfolge sehen. Und deshalb die Frage natürlich, wenn wir sie kennen, wenn wir sie wissen, wenn wir Erfolgsgeschichten dort haben, wo wir Risiken enorm reduziert haben, warum nicht hier? Und ein bisschen Antwort sagen ist, wenn wir doch noch einmal in die individuellen Risiken zurückgehen, weil wir auch da ein ähnliches Phänomen haben, nämlich, dass die ganz mondänen Risiken, denen wir ausgesetzt sind, in vielfacher Weise nicht in das Vermögen oder in die Wahrnehmung des Einzelnen hineinkommen, weil man sie so gut kennt. Wenn Sie in Österreich fragen, was sind die Gründe dafür, dass Menschen tatsächlich die 500, von denen ich eben gesprochen habe, die vor dem 70. Lebensjahr sterben, die meisten sterben an Krebs, dann sind es im Wesentlichen vier Faktoren und die kennen Sie auch alle und die lesen Sie jeden dritten Tag irgendwo, die für 60% dieser 500 Menschen verantwortlich sind. Und das ist Rauchen, zu viel Trinken, Bewegungsarmut und unausgewogene Ernährung. Ob das dann 60 oder 55 oder einige sagen 73, ja, es gibt eine ganze Spanne, für vorzeitige Todesfälle verantwortlich ist eine andere Frage. Nur wenn Sie fragen, was sind die großen Risiken, an denen Menschen vorzeitig sterben oder die besonders gesundheitsbelastend sind, werden Sie selten diese vier genannt bekommen, obwohl sie jeder kennt. Und dahinter steckt etwas, das in unserer medialen Gesellschaft einerseits, aber auch in unserer psychologischen Wahrnehmung eine Hintergrundfolie darstellt. Alle die Dinge, die wenig sensationell sind, bei denen wir den Eindruck haben, dass wir sie selber steuern können, bei denen wir auch den Eindruck haben, dass es kein Bösewicht gibt, auf dem wir alles hinschieben können und bei denen es keine soziale Verstärkung gibt, weil es langweilig ist,
werden in ihrer Bedeutung unterschätzt. Und dazu kommen noch einige andere Eigenschaften, die sie mit den systemischen Risiken gemein haben. Und eine Eigenschaft, die hier besonders bedeutsam ist, ist die sogenannte Stochastik. Mit stochastischen Risiken oder mit stochastischen Zusammenhängen bezeichnen wir kausale Verbindungen, die eben nicht festgefügt, nicht deterministisch sind, sondern immer nur Wahrscheinlichkeiten zulassen. Und damit tun wir uns schwer. Wenn wir Aufklärung machen über Rauchen und sagen, dass das Risiko an Lungenkrebs zu sterben ungefähr bei 10 Zigaretten am Tag 2,3-mal höher ist als bei den normalen Menschen, der nicht raucht, wird mindestens einer aufzeigen und sagen, lieber Herr Renner, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe einen 90-jährigen Onkel, der raucht 20 Zigaretten am Tag, der säuft wie ein Fass, ist völlig übergewichtig, ich habe ihn noch nicht spazieren gehen sehen. Und der ist 95. Was reden Sie denn da? Und da kommt ein anderer und sagt, ja, ja, und mein Vetter, richtiger Fitnessmensch, ja, nicht geraucht, kein Fleisch, Vegetarier, jeden Tag 3 Kilometer gelaufen, 31 Herzinfarkt, tot. Was wollen Sie denn eigentlich? Ich nehme ganz bewusst dieses Beispiel, weil es uns im Alltag so oft begegnet. Und wenn Sie mit Leuten sprechen, die Aufklärung, Gesundheitsaufklärung machen, sagen Sie immer, das killt uns unsere gesamte Aufklärungskampagne, dass jeder jemand kennt, der die Ausnahme ist. Und wenn ich einen kenne, der die Ausnahme ist und ich bin selber betroffen, dann sage ich, ich bin auch die Ausnahme. Wenn ich nicht Raucher bin, sage ich, ich bin gerade der, der Krebs kriegt. Ja, und deshalb gibt es auch den erbitterten Streit zwischen den Nichtrauchern, den Passivrauchern und den Aktivrauchern. Die Passivraucher übertreiben das Risiko des Passivrauchens, das übrigens nicht so hoch ist, wie immer dargestellt. Und die Aktivraucher untertreiben das Risiko des Rauchens, weil sie rauchen. Und damit bin ich jetzt beim Thema systemische Risiken, denn wir können das analog sehr schön auf die systemischen Risiken übertragen. Was sind systemische Risiken? Sie haben 4 wichtige Eigenschaften und eine Folge, die ich Ihnen schon genannt habe, nämlich, dass sie unterschätzt werden. Das Erste, was systemische Risiken auszeichnet, ist, dass sie globaler Natur sind. Deshalb steht hier auch die Überschrift globale Risiken. Das ist zunächst mal trivial. Ja, wir leben heute in einer globalisierten Welt. Alles ist irgendwo global, aber so ist es nicht. Es gibt sehr viele Risiken auf dieser Welt, die sind nicht global. Also ein atomares Endlager, so kritisch es sein mag und so viele Risiken es birgt, ist kein globales Risiko. Es sei denn, jedes Land hätte eins. Aber dann addiert es sich ein. Globale Risiken sind Risiken, von denen alle in dieser Welt betroffen sein können, wenn das Potenzial, das hinter diesem Risiko steht, diese Menschen trifft. Das Zweite ist, und das ist das sozusagen mitvertrackte dabei, diese Risiken sind in der Regel untereinander und mit anderen Domänen vernetzt. Mathematisch sind bedingte Wahrscheinlichkeiten, nicht unabhängige Wahrscheinlichkeiten. Und diese Vernetzung führt dazu, dass Veränderungen, selbst kleinere Veränderungen in einem Bereich, wie ein Dominoeffekt, das haben wir in der Finanzkrise gesehen, auf andere Bereiche übergreift und dann von einem Land auf das andere, vom Finanzsektor auf die Realwirtschaft, von der Realwirtschaft auf die Ernährungswirtschaft, von der Ernährungswirtschaft auf die Governance der Politik, von der Governance der Politik bis hin, und jetzt gehe ich einen ganz weiten Punkt, zur Ebola-Krise in Westafrika. Diese Zusammenhänge sind zunächst einmal nicht offensichtlich. Sie eröffnen sich erst, wenn ich tatsächlich Schritt für Schritt sehe, oft manchmal erst im Hintern, nachhinein, wie einzelne Dinge so miteinander gekoppelt sind, dass ich, wenn ich den einen Stein anfange zu bewegen, ich die ganze Kettenreaktion hinten dran habe und der letzte Stein ist so weit weg vom ersten Stein, dass ich gar nicht mehr überhaupt die Vorstellung haben kann, wie die in irgendeiner Form kausal miteinander zusammenhängen. Und aus diesen beiden, das Globale und das Vernetzte,
ergeben sich dann zwei Prozesseigenschaften. Nämlich das erste ist, diese Risiken sind in der Regel nicht linear. Nicht linear heißt, lange passiert gar nichts und wenn was passiert, ist es zu spät. Damit haben wir große Probleme umzugehen. Denn die meisten Menschen lernen anthropologisch auch sehr gut nachweisbar durch Versuch und Irrtum. Also ich versuche etwas, merke, das geht nicht oder und dann korrigiere ich. Ja, das ist eigentlich so, wie wir lernen. Ja, ich korrigiere jede Hausarbeit, alles, was wir tun, sind auf diesem Versuch und Irrtum aufgebaut. Wenn ich aber ein Risiko habe, bei dem ich versuche und es passiert nichts, ich erlebe den Irrtum nicht, sondern wird mir nur irgendwo mal gesagt, er kommt noch. Er kommt aber nicht. Ja, dann sagt mir mein Lernsystem, forget it. Ja, es scheint nichts dran zu sein. Es passiert ja gar nichts. Und dieses lange nicht passieren und dann plötzlich passiert sehr viel. Ja, in der Ökologie kennen wir das natürlich in vielen Bereichen, Umkippen von Flüssen, Seen. Ja, wir kennen ganz große Bereiche von biologischen Systemen, bei denen genau diese Nichtlinearitäten in besonderem Maße gegeben sind. Aber sie sind eben typisch für diese großen systemischen Risiken, dass lange Zeit so gut wie nichts passiert und dann sozusagen platzt es. Dann, und das ist eben das Besondere dabei, ist es häufig zu spät, um dann aus Fehlern zu lernen. Das ist besonders dann der Fall, wenn wir mit den nichtlinearen Verbindungen Konsequenzen haben, deren Rückregulierung entweder fast ewige Zeiten dauert, und da sind wir Dinge wie Klimawandel oder Golfstrom versiegen, oder aber so viele Ressourcen beeinträchtigt, dass wir damit noch Jahrzehnte an diesem Fehler knappen müssen, sind wir bei der Finanzkrise. Und das andere, und damit sind wir wieder bei dem Beispiel Rauchen, das passt jetzt eben auch für die systemischen Risiken, diese Risiken sind stochastisch. Das heißt, wir werden es nie schaffen, egal ob wir über Klimawandel sprechen, ob wir über die Frage der Biodiversität sprechen, ob wir über Landnutzung sprechen, im ökologischen Bereich, ob wir über Finanzkrisen sprechen, ob wir über Modernisierungsrisiken sprechen. Es gibt immer Ausnahmen und es gibt nie Gewissheit. Und die gesamten Klimaskeptiker dieser Welt können sich gut behaupten, weil die Klimarisiken stochastisch sind. Hier nochmal darauf zurückkommen, wie man auch damit vielleicht doch besser umgehen kann. Alle kritischen Anmerkungen zum Klima und zur drohenden Klimaveränderung gehen immer darauf ein, dass ja der IPCC das alles auf Modellen aufbaut, dass diese Modelle nicht alle Variablen beinhalten können, dass es deshalb ungewiss ist und wenn es ungewiss ist, sollte man lieber abwarten. Das ist eine durchaus typische Reaktionsweise, die wir im Alltag auch sinnvoll anwenden. Die macht nur für systemische Risiken überhaupt keinen Sinn. Aber sie zieht. Und von daher müssen wir uns mit diesen sozusagen vier Elementen noch etwas stärker auseinandersetzen, weil sie in unserer Intuition, in unserer Kommunikation im Wesentlichen dazu dienen bzw. die Konsequenz haben, dass wir diese Risiken zwar erkennen, aber wenig investieren, um sie zu reduzieren oder um mit diesen Risiken nachhaltig umgehen zu können. Ich möchte drei dieser systemischen Risiken herausgreifen, von denen ich glaube, dass sie sehr gut diese Elemente, die ich gerade aufgesetzt habe, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, wiedergeben. Das erste, und das ist natürlich hier erwartbar, und Sie haben das auch Thema, ich nehme aber die Finanzkrise als zweites, ich drehe es etwas um, würde ich mit dem Klima oder besser gesagt, das, was systemisch an unserer Beziehung zur natürlichen Umwelt ist, dass wir heute eine Eingriffstiefe
des menschlichen Eingriffes in natürliche Kreisläufe haben, die globale Ausmaße angenommen hat und durch diese globalen Ausnahmen eben auch globale Wirkungen erzeugt. Umweltfrevel hat es gegeben, seitdem es Menschen gibt. Das ist ja unsere Zuschreibung. Also wenn Sie nach Brügge fahren, ja, einen wunderschönen Ort, der nur deshalb so schön ist und wie ein Museum aus dem 17. Jahrhundert aussieht, weil Mitte des 17. Jahrhunderts die Flüsse und auch die Kanäle, die man gebaut hat, so verschmutzt waren, dass die gesamte Industrie, die dort sehr stark den Reichtum geprägt hatte, das war Lederwaren und Textilwaren, zusammengebrochen ist. Der Zusammenbruch der Industrie war für Brügge irreversibel. Wir haben sich 300 Jahre nicht davon erholt. Deshalb sind auch die alten Häuser noch alle da. Keiner hatte Geld, neue zu kaufen. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Brügge wieder, sagen, mit neuer Industrialisierung, aber es hat tatsächlich fast 300 Jahre gedauert und da war auch nichts zu machen. Es war also nicht so, innerhalb von 30 Jahren hätte man hier etwas tun können. Brügge war die zweitbevölkerungsreichste Stadt Europas, 16. Jahrhundert, und ist dann im Verlauf der nächsten zwei Jahrhunderte zu einer kleinen, miesen Kreisstadt geworden, wenn man so will, hat also an Bedeutung wirtschaftlich wie politisch völlig verloren. Und das Einzige, was übrig geblieben war, war eben die Häuser, weil man kein Geld hatte, sie abzureißen oder neue zu bauen. Das hat es überall gegeben. Wir haben die Wälder abgeholzt in Schottland und in Irland. Die Griechen haben damit angefangen. Und auch das ist weitgehend irreversibel. Und es gibt viele Aufforstungsprogramme in Griechenland, die einfach zeigen, wenn die Krume weg ist, braucht es sehr, 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 sehr lange, bis tatsächlich wieder Aufforstungsprogramme auch wirklich greifen. All das ist aber immer regional begrenzt gewesen. Erst im Prinzip seit den 1950er Jahren fangen wir an, in die großen geophysikalischen Kreisläufe nennenswert durch unsere eigenen Verhaltensweisen Einfluss zu nehmen. Und damit erfüllte sozusagen, dass wir jetzt in die natürlichen Kreisläufe eingreifen, die Charakteristika genau dieser systemischen Risiken. Sie sind global, sie haben einen hohen Grad an Vernetzungsgraden, also das, was klimaverträglich und nicht klimaverträglich ist, hat auch Auswirkungen auf die Frage der Nutzung der gesamten Erde als Senke. Es hat Auswirkungen auf Biodiversität, es hat aber Auswirkungen auf wirtschaftliche Zusammenhänge. Das können wir sozusagen Stück für Stück auch sehr gut nachweisen und viele der IPCC-Berichte, die sich gerade mit diesen Konsequenzen beschäftigt haben, zeigen sehr gut, wie hier diese Abhängigkeiten von einem zum anderen fortgetragen werden. Das heißt, der Klimawandel ist ein Symptom oder ein wesentliches Element dessen, dass wir durch die Eingriffe, die wir heute in die natürliche Umwelt machen, den gesamten Planeten beeinflussen, und zwar mit einem Ausgang, und damit sind wir bei der Stochastik, deren Konsequenzen wir nicht wirklich durchschauen. Alle unsere Modelle helfen uns, dieses besser zu manifestieren, aber letztendlich ist natürlich klar, das sagt uns eigentlich die Lehre der Stochastik, dass wir die gesamten Zusammenhänge niemals durchschauen werden. Wir haben sehr viel auch das, was man aleatorische Unsicherheit nennt, also Zufallsschwankungen, die hier eine große Rolle spielen, die wir teilweise modellieren können, aber teilweise auch nicht. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, die wir einfach noch nicht wissen, oder wo mehr Wissen dann auch dazu führt, dass wir immer wieder neue intervenierende Faktoren finden, die dann dieses Wechselverhältnis von Klimagasen und Temperatur oder anderen Konsequenzen beeinflussen. Diese Möglichkeit, durch Modelle zu antizipieren, was passieren kann, und dann zu simulieren, welche Konsequenzen sind, ist die Antwort letztendlich der Wissenschaft auf die Herausforderung des systemischen Risikos, wo wir uns die herkömmliche Form der Wissenschaft oder des Lernens insgesamt von Versuch und Irrtum nicht mehr leisten können. Versuch und Irrtum, Experiment und zu sehen, was passiert, ist eigentlich die klassische Form der Naturwissenschaft, ist in diesem Fall der systemischen Risiken als Erkenntnisinstrument im kleinen Labor natürlich weiterhin gültig, aber für das gesamte systemische Risiko nicht. Muss im Prinzip den Irrtum simulieren in der virtuellen Welt, weil ich in der Realität nicht mehr tolerieren möchte
oder kann. Darf bei systemischen Risiken nicht aus Fehlern lernen, sondern ich muss die Fehler von vornherein vermeiden. Das macht diese systemischen Risiken so schwierig in der Bewältigung. Ich muss eingreifen, bevor ich die negativen Auswirkungen spüre. Das gilt auch für den zweiten Bereich der systemischen Risiken. Sie sehen hier das Thema Finanzkrise. Ich habe diesen zweiten Kreis überschrieben und Finanzkrise ist auch hier nur Symptom mit Steuerungsdefiziten in unserer Gesellschaft. Steuerung bedeutet, dass wir in einer Sozietät immer wieder Regeln aufstellen, wie wir miteinander umgehen und wie wir Gemeinschaftsgüter, ja, Alimenten, letztendlich zwischen den Menschen aufteilen und welche Nutzungsregeln wir zulassen. Diese Steuerungsformen sind nicht nur politische Steuerungsformen. Wirtschaftsordnungen, Ordnungen der Verteilung des sozial erwirtschafteten Reichtums gehören alle zu diesen Steuerungsformen. Systemische Risiken treten dann auf, wenn ein Teil dieser großen Steuerungskultur sich verselbstständigt auf Kosten oder ohne Rücksicht auf die anderen. Das ist in der Finanzkrise sehr deutlich geworden. Der Finanzsektor hat sich seine eigenen Regeln gemacht. Diese Regeln waren für den Finanzsektor hocheffizient. Es sind sehr viele Leute da sehr reich mit geworden. Also hat in diesem Sektor ein hohes Ausmaß an Effizienz, auch sogar an Effektivität gehabt. Aber in dem Moment, wo ich keine Steuerung habe, die kontrolliert, inwieweit die Auswirkungen dieses einen gesellschaftlichen Systems Auswirkungen auf das zweite, beispielsweise Realwirtschaft, oder das dritte, die Einnahmen des Staates, oder das vierte, die Möglichkeiten, neue Investitionen dann auch zu finanzieren hat. Wenn dieses nicht gesehen oder unterschätzt wird, dann erleben wir etwas, was ein typisch systemisches Risiko ist, nämlich diese Nichtlinearität verbunden mit der Stochastik, dass die Effizienzerhöhung des einen mit einer überproportionalen Verwundbarkeit des anderen Systems einhergeht. Und diese Koevolution von Effizienz auf der einen Seite und Verwundbarkeit auf der anderen Seite ist typisch für diese Steuerungsdefizite. Steuerung heißt, dass ich versuchen muss, zwischen den Systemlogiken der Wirtschaft, der Politik, der Kultur, des Soziallebens eine Form finde, dass die Optimierung oder sogar Maximierung des einen nicht auf Kosten, sozusagen der überproportionalen Kosten eines anderen Systems geht. Und die Krise des Finanzwesens war genau dieses. Das hatte sich so abgekoppelt von allem anderen, was an systemischen Steuerungsleistungen notwendig war, dass sie eine in sich geschlossene Optimierung hinbekommen hat, die zwar sehr komplex, aber letztendlich dann doch einseitig war und die dann zu einem Kollaps führt, wenn dieses System angewiesen ist auf Vor- und Nachleistungen anderer Systeme und dann natürlich, wenn man sie einseitig optimiert, nicht mehr überlebens- oder zumindest nicht mehr funktionsfähig ist. Das haben wir in der Finanzkrise deutlich gemerkt. Die Eurokrise, die wir hinterher hatten, ist im Prinzip, und da sind wir wieder bei der starken Vernetzung, ein Ausfluss auch dieser Finanzkrise, zumindest zum großen Teil dadurch mit beeinflusst. Und damit ist keineswegs so, dass diese Finanzkrise schon überwunden werde, sondern wir haben immer noch mit den Auswirkungen möglicherweise auch noch größeren Auswirkungen zu rechnen. Und damit komme ich zur dritten, ja, und Sie merken, ich baue so ein bisschen Richtung der drei Säulen der Nachhaltigkeit auf. Wir hatten jetzt die ökologische, wir hatten jetzt die wirtschaftliche, klar, jetzt kommt die soziale. Und ich möchte deshalb ein soziales Risiko herausgreifen, das ist jetzt nicht Pandemien vielleicht ein Stück weit mit einbezieht, aber nicht im Vordergrund steht. Ich habe das in einem Risikoparadox die Modernisierungsrisiken genannt. Modernisierungsrisiken sind Risiken, die dadurch entstehen, dass sich Gesellschaften wandeln im Hinblick auf ein Gesamtbild, Perspektive, also sie wollen modern erscheinen, wollen sich modernisieren. Modernisieren heißt, Wirtschaft wird effizienter, die Wissenschaft gliedert sich aus,
bietet neues Wissen, Know-how an. Das macht es sagen, die Möglichkeit, neue Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, immer effektiver. Gleichzeitig steigt die Individualisierung. Jeder Einzelne hat mehr Lebensoptionen, aber natürlich auch weniger Geborgenheit im Kreise sagen, der Gemeinschaften. All die sind so Begleiterscheinungen der Modernisierung und vielleicht an dem Punkt darf ich auch mit einfließen lassen, dass gerade dieser Prozess der Modernisierung von keinem wirklich so gut beschrieben worden ist wie von Ulrich Beck, der ja nun gerade vor wenigen Tagen gestorben ist, der gerade diesen Aspekt, ja, den er dann Risikogesellschaft genannt hat, so betont hat, wie Modernisierung von Gesellschaften eine neue Form auch eine von Riskantheit, sowohl im Bewusstsein, aber auch im menschlichen Zusammenleben geschaffen hat, was Individualisierung, Pluralisierung und gleichzeitig Anonymisierung von Beziehungen mit sich bringt. Und man kann sozusagen unter diesen Modernisierungsrisiken drei Manifestationen sehen. Auf die erste habe ich schon hingewiesen. Ich glaube, gerade Ulrich Beck hat zumindest in seinen letzten Werken das zu seinem Hauptthema gemacht. Das ist Ungleichheit. Die Ungleichheit ist eine Folge einer wiederum teilweise Steuerungsdefizite, aber auch Folge dessen, dass in einer Welt, in der ich sozusagen pluralisiere, individualisiere und anonymisiere, Fragen der sozialen Gerechtigkeit a. in der Prioritätenfolge weit nach unten gehen und b. sich in der praktischen Vollzug von Wirtschaft und Politik nicht mehr von selber einstellen. Die erfordern also eine dezidierte Gegensteuerung. Und dazu fehlt in der pluralisierten Gesellschaft die Vereinheitlichung dessen, was als fair und gerecht gelten darf. Das hat aber dazu geführt, und das ist jetzt das systemische Risiko im Bereich der Ungleichheit, dass nicht nur enormes Maß an Ungleichheit entstanden ist, ich sage die Lebenschancen, ja, noch einmal 500 von 10.000 sterben frühzeitig in Österreich, 5.000 von 10.000 sterben frühzeitig in den meisten Ländern Afrikas. Wir haben in der Verteilung von Reichtum, ja, auch da, ich meine, diese Zahlen sagen nicht viel aus, aber sie geben so ein bisschen Eindruck, 87 Individuen dieser Welt haben mehr Vermögen als die Hälfte der gesamten Menschheit. Auch da sehen wir Ungleichgewichte. Und noch Mitte der 60er Jahre war ungefähr die Relation zwischen, wenn man jetzt die USA sieht, dort einen dann Aktiengesellschaft unter den ersten 50 Aktiengesellschaften, dann Mittelwert bildet für den Vorstandsvorsitzenden und sozusagen den durchschnittlichen Angestellten, hatten wir einen Faktor, der lag Mitte der 60er Jahre bei etwa 30, also der verdiente 30 mal so viel. Heute liegt er bei 147, also der verdient 147 mal so viel wie sein eigener Angestellter. Da kommen wir an Punkten, und das ist jetzt das Entscheidende, wenn wir es unter sozialen Gesichtspunkten sehen, nicht, dass die mehr oder weniger verdienen, das ist vielleicht ungerecht, das können wir natürlich auch als problematisch darstellen, aber solche Ungerechtigkeiten hat es immer gegeben. Nur, alle historischen Gesellschaften haben immer versucht, diese Ungerechtigkeit zumindest zu legitimieren. Ob das über Gottes Gnadenflug war, ob es darüber war, über die kapitalistische Ethik. Man hat es immer versucht, ein Stück weit doch auch denjenigen, der am unteren Ende war, zu begründen, warum er eigentlich unten ist und der andere oben. Die heutige moderne pluralisierte Gesellschaft macht nicht mal das. Wir werden vergeblich eine Begründung sehen, warum jemand 137 mal so viel verdient wie ein anderer. Selbst der das tut, ist eher beschämt, dass er es tut, aber nimmt es natürlich trotzdem. Wir wären nicht anders. Es ist nicht der Problem. Es geht nicht hier um Neidkomplexe oder damit, dass wir jetzt den Reichen das nicht gönnen, sondern es geht einfach darum, dass Ungleichheit, wenn sie nicht mal legitimiert wird, zu einer Form von Frustration, Widerstand und all das, was wir teilweise heute erleben in Richtung auch auf Terrorismus oder auch den Rückzug, den wir sehen in einen Fundamentalismus, ein Stück weit eine Antwort auf eine erlebte Ungleichheit, die nicht mehr öffentlich legitimiert werden kann. Das ist ein systemisches Risiko. Es ist global, das finden wir überall. Es ist hoch vernetzt mit vielen anderen Dingen. Es ist nicht linear, wir sehen zwar immer, aber bricht durchaus plötzlich auf.
und es ist stochastisch. Also auch dieses ist sozusagen eines dieser Modernisierungsrisiken im Bereich des Sozialen, wo ich denke, dass es genau diesen systemischen Charakter hält. Ein anderes systemisches Risiko, das man herausgreifen kann aus diesen Modernisierungsrisiken, ist, dass durch diese Individualisierung, durch die Pluralisierung und durch die Anonymisierung von gesellschaftlichen Beziehungen, das, was menschliche Gesellschaften auch im Wesentlichen auszeichnen als basales Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach Sinn, nicht mehr adäquat befriedigt wird. Sinnfindung ist ein basales Element menschlicher Existenz. Und wenn eine Gesellschaft zwar dafür Angebote bietet, die aber von niemandem mehr als überzeugend gesehen werden, dann entsteht dort eine Sinnlehre, die sich wiederum ausdehnt in entsprechenden Manifestationen, die man in Richtung auf systemische Risiken deuten kann. Es ist nicht von ungefähr, dass wir bei allen Risiken, vor allem im Gesundheitsbereich, die wir wirklich erfolgreich reduziert haben, wir eine große Ausnahme haben. Wir haben fast bei allen Krankheiten, wenn wir sie altersbedingt konstant betrachten, ein Rückgang, nicht ein Zugang. Bis auf nahezu sämtliche Krankheiten, die wir als psychische oder psychosomatische Krankheiten bezeichnen. Und sagen, Zyniker liegt daran, dass wir mehr Psychiater haben. Natürlich ist vieles dem, früher hieß es Traurigkeit, heute ist depressive Verstimmung. Aber das alleine ist es nicht. Ja. Nehmen wir nochmal Österreich als Beispiel. Die Haupttodesursache zwischen 20 und 60 in Österreich, wenn man Krebserkrankungen mal wegnimmt und dann müssen wir auch noch tatsächlich kardiovaskularen Krankheiten mal rausnehmen, das ist in Deutschland anders, sie sind in Deutschland an dritter Stelle, dann kommt an zwar dritter Stelle hier in Österreich, wenn Sie die Todesursachen miteinander vergleichen, der Suizid. Die dritthäufigste Todesursache zwischen 20 und 60. Das sagt etwas aus über eine Gesellschaft. Und eine Gesellschaft, die im Prinzip ihren eigenen Sinn nicht mehr findet, verliert natürlich auch einen Teil derjenigen, die Sinn suchen, an die Rattenfänger, die wir überall kennen, sei es im Rattenfänger des Populismus, sei es die Rattenfänger von Fundamentalismus oder Aktionismus. Das sind sozusagen diejenigen, die dann auftauchen. Diese systemischen Risiken, ich habe mir ganz bewusst Beispiele genommen aus dem Bereich der Ökologie, die natürlich hier ein Stück weit im Vordergrund steht, aus dem Bereich der Wirtschaft und aus dem Bereich des sozialen Zusammenlebens, sind diejenigen, die letztendlich, und das wollte ich auch mit diesen drei Beispielen verdeutlichen, die Risiken darstellen, die uns alle, wenn die negativen Folgen eintreten und in wesentlichem größerem Maße erschüttern als die Risiken, über die wir uns in der Regel aufregen. Und die Frage ist natürlich, warum regen wir uns da aber doch so wenig auf, dass sie nicht handlungsrelevant sind? Und einige Punkte hatte ich schon genannt, ich kann sie noch einmal sagen, zusammenfügen. Es ist A, diese Risiken sind, stochastisch, das heißt, sie sind komplex. Und Komplexität ist immer etwas, was kontraintuitiv ist. Wenn wir mit komplexen Zusammenhängen konfrontiert werden, sind offenkundige Ursachen häufig nicht die richtigen. Und die Ursachen, von denen wir gar nicht denken würden, dass sie in Frage kommen, sind oft diejenigen, die es tatsächlich sind. Wir haben große Probleme, Komplexität intuitiv zu begreifen. Anders ist Unsicherheit. Unsicherheit, da hat der Mensch gelernt, mit umzugehen. Aber mit Komplexität eigentlich nicht, weil in der anthropologischen Evolution es sehr viel sinnvoller war für Menschen, schnell Urteile zu treffen, als immer richtige Urteile zu treffen. Und dieses sozusagen schnelle Treffen heißt, wir sind in der Regel oder gehen in der Regel davon aus, dass Kausalität mit Orts- oder Zeitnähe in Verbindung steht. Und wenn das nicht der Fall ist, wie bei Klimarisiken, sind die uns weit weg.
ein wesentlicher Gesichtspunkt. Der zweite wesentliche Gesichtspunkt, den ich noch einbringen will, ist, dass wir bei all diesen systemischen Risiken weitgehend darauf angewiesen sind, so wie wir es heute Abend hier auch tun, dass wir sie nicht direkt erleben, auch nicht direkt erfahren, manchmal nicht einmal wahrnehmen, sondern dass wir auf Informationen und Kommunikationsangebote Dritter angewiesen sind. Das heißt, das, was die Wahrnehmbarkeit, die Bewertung, aber auch das Zutrauen in das Wissen betrifft, ist abhängig von dem, was wir als vertrauensvoll einstufen. Vertrauen ist damit zu einem der Grundkategorien geworden, wie systemische Risiken in unser Wahrnehmungsgefüge eingefügt werden. Wenn wir nicht vertrauen oder wenn wir nicht wissen, wem wir vertrauen können, dann gibt es in der Regel zwei Auswege. Das eine ist better safe than sorry, das heißt lieber sicher als in diesem großen Unsicherheitsspielraum uns einzubringen. Aber noch viel häufiger ist es dann, wenn ich sowieso nicht weiß, wem ich vertrauen kann, lebe ich weiter wie bisher. Und das ist eine durchaus in vielen Dingen gute Herangehensweise. Also wenn ich nicht weiß, ob A lügt oder B lügt oder ob beide lügen oder ob A übertreibt oder B übertreibt, ich kann es selbst nicht beurteilen, dann sage ich mir, warum soll ich mich ändern? Ja, das ist so alles unsicher. Mache ich das, was ich immer gemacht habe und höre mal zu, vielleicht kommt ja irgendwann dann doch die Evidenz, die mir sagt, jetzt muss ich etwas ändern. Und das ist ein wesentlicher Gesichtspunkt dafür, dass wir beispielsweise im Klimawandel sagen, ja, ja, der Klimawandel ist schon da, glaube ich schon, ja, sagen 80% der Österreicher, aber was soll ich schon ändern? Das heißt, die Änderung, das Verhalten, auch institutionelles Verhalten, läuft nicht dem kognitiven Vermögen nach, dass wir dieses auch als Problem wahrnehmen, aber nicht ernst nehmen. Tiefsinnig nicht ernst nehmen. Und damit komme ich jetzt ein bisschen zum letzten Teil. Was kann man tun? Denn es geht ja auch darum zu sagen, wie können wir besser mit diesen Risiken umgehen? Und da gibt es einige Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Das erste ist, und deshalb ist ein Grund, warum ich auch hier bin oder warum ich sozusagen, haben es eben schon angesprochen, ja, also als Nachhaltigkeitsmensch sollte man ja nicht so viel fliegen und rumfahren. Aber es ist für mich tatsächlich ein Bedürfnis, zu deutlich zu machen, wir müssen tatsächlich ein Stück weit nicht aufklären über Klimawandel, nicht aufklären über all die systemischen Risiken, das tue ich auch. Aber wichtig ist, dass wir erkennen, warum wir diese Risiken unterschätzen. Das ist viel wichtiger. Es kommt auch in der Regel besser an, wenn man irgendwas über sich selber erfährt. Dass wir selber uns fragen, warum berührt mich das nicht oder nicht genug. Nicht so genug, dass ich das in mein Verhalten überführe. Und was sind da für Mechanismen? Welche Psychologie steckt dahinter? Welche gesellschaftlichen Prozesse sind da? Warum ist es so, dass ich hier selber genau das tue, was ich eigentlich, sonst dessen Sie ja nicht hier, was ich eigentlich ja als Problem wahrgenommen habe? Sich selbst zu erkennen und auch die eigenen Mechanismen der Wahrnehmung zu kennen, ist für mich fast wichtiger, als die Probleme zu kennen. Denn wenn ich das einmal intus habe, kann ich ganz anders dann auch reagieren auf das, was mir dann von Dritten gesagt wird. Das ist sozusagen ein wesentlicher Gesichtspunkt. Der zweite Gesichtspunkt, der aus meiner Sicht bedeutsam ist, dass wir lernen, und damit sind wir ein Stück weit auch mit dieser Steuerungskrise, die in vielfachen Bereichen genau das umgreift, was wir bei der ökologischen und bei der Modernisierungskrise als Auswirkungen spüren, dass unsere Steuerungsformen es uns nicht erlauben, genau diese Balance einzuhalten, systemische Risiken frühzeitig zu erkennen, zu entkoppeln und damit auch ein Stück weit das, was an drohenden Gefahrenpotenzial vor uns liegt, zu entschärfen. Und damit sind wir bei einem politischen Desiderat. Und das politische Desiderat heißt letztendlich, wir müssen lernen, unterschiedliche Zielgrößen miteinander zu verschmelzen und diese Zielgrößen durchaus als konfliktstark, aber nicht als nicht harmoniefähig oder als nicht zusammenfügsam wahrzunehmen.
Und diese vier wesentlichen Zielvorstellungen sind, die eine habe ich schon genannt, ist die Effizienz. Effizienz ist ein wichtiges Ziel, auch die Ökoeffizienz, aber nicht nur die. Damit 6 bis 7 Milliarden Menschen wird es nicht möglich sein, die Ressourcen so zu bewirtschaften, dass wir im humanen Sinne Güter und Dienstleistungen damit bereitstellen können, ohne dass wir versuchen wollen, das, was an Ressourcen, und das sind humane Ressourcen genauso wie natürliche Ressourcen, bis zu möglichst größtem Ausmaße genutzt werden kann, um damit insgesamt natürlich die Summe der Ressourcen zu entlasten. Das zweite ist Effektivität. Effektiv ist das, was das Ziel, das wir erreichen wollen, auch wirklich erreicht. Wir wissen häufig, auch nur an die Energiewende zu erinnern, dass wir etwas tun, das Gegenteil tritt ein. In Deutschland haben wir im Moment ein hohes Ausmaß an erneuerbarer Energie. Es ist sehr stark angestiegen. Ja, wir liegen heute bei 23% der installierten Leistung. Der CO2-Gehalt steigt. Ja, das ist, da ist mal kontraintuitiv auch wieder. Ja, da sind wir wieder bei dieser etwas komplexeren Materie. Aber es ist deutlich, es gibt offensichtlich Dinge, die sind nicht effektiv, obwohl sie auf den ersten Blick so aussehen. Das dritte ist Resilienz. Resilienz ist in der Risikodebatte natürlich wie so ein Schlüsselbegriff, ein Zauberwort, teilweise auch in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Resilienz heißt, dass wir eben auch gegenüber nicht vorhersehbaren Störungen die Funktionsfähigkeit eines Systems erhalten können. Das ist die Resilienz. Also Störungen, deren Größenordnung oder deren Natur wir noch gar nicht kennen, dennoch das Funktionieren eines Systems nicht in Frage stellt oder wenn es mindestens eine schnelle Form auch der Reaktionsweise, wenn es tatsächlich zum Funktionsverlust kommen wird, wiederherstellt, also schnelle Wiederherstellung. Diese Form der Resilienz, die heute sehr viel diskutiert wird, ist natürlich für die Systemrisiken ganz entscheidend, weil sie deutlich macht, dass in dem Moment, wo ich ein solches System nach den Kriterien der Resilienz beurteile, ich sehe das globales plus hochvernetztes plus nicht lineares System nicht resilient sein können. Denn sie sind nicht wirklich funktionsfähig, wenn ich ungewöhnliche Stresssituationen habe. Und das Letzte, und damit sind wir bei den Modernisierungsrisiken, ist Fairness. Also wir brauchen Lösungen, die unabhängig von ihrer Effizienz, Effektivität und Resilienz auch eine faire Verteilung von Lebenschancen mit sich bringt. Wie man das genau definiert, ist eine andere Frage. Darüber können auch Gesellschaften unterschiedliche Antworten geben. Aber das Entscheidende ist für eine nachhaltige Entwicklung, dass wir es schaffen, diese vier Kriterien in einer gewissen Balance miteinander auszutrahieren. Und das wird Konflikte geben. Es gibt ja auch Konflikte, aber die werden sich in dem Punkt verschärfen. Aber diese Konflikte sind nicht so, dass wir das eine nur haben können, wenn wir das andere aufgeben. Das sind keine Nullsummenspiele. Und das Interessante ist, dass wir heute in einer Gesellschaft, und das ist vielleicht der positive Aspekt bei Pluralisierung und Individualisierung, leben, in dem es tatsächlich Funktionssysteme gibt, die mehr oder weniger das eine oder andere gut können. Unser Wirtschaftssystem kann gut Effizienz. Besser als jedes andere. Politik effizient sein will, tut sie sich schwer. Aber Wirtschaft hat die entsprechenden Anreizsysteme, dass effizient sein kann. Wenn wir aber der Welt sozusagen nur nach dem wirtschaftlichen Kalkül steuern lassen, das war ja durchaus bei vielen multinationalen Unternehmen, aber auch bei vielen Ökonomen so etwas wie ein Wunschbild, eine Vision, alles läuft sozusagen unter der Marktwirtschaft, ob es Kunst ist, ob es die Universitäten sind, ob es Sozialinstitutionen sind, alles läuft sozusagen unter dem Oberbegriff sozusagen marktwirtschaftliche Organisationsform. Würden wir Effizienz wirklich im hohen Maße optimieren, aber auf Kosten all der anderen drei?
Das heißt, wir brauchen die Effizienz, aber es ist nur eine. Das zweite ist Effektivität. Und je komplexer die Systeme sind, desto wichtiger ist, dass wir Wissenssysteme haben, die uns erlauben, komplexe, kausale oder funktionale Systeme zu durchschauen und zu begreifen. Das ist nicht einfach, aber die, die es können, sind wahrscheinlich am ehesten die Träger der Wissenschaft. Dafür werden sie auch teilweise bezahlt von der Gesellschaft, dass sie das tun. Und die, gerade die komplexen Systeme sind die, die kontraintuitiv sind. Dazu brauchen wir Modelle, dazu brauchen wir Simulationen. Die sind immer stochastisch, immer unsicher, aber sie sind besser als Intuition. Und wir können es uns nicht leisten, vor allem bei den systemischen Risiken, nach Versuch und Irrtum zu arbeiten. Und nicht mal sagen, warten wir mal ab, ob die Temperaturen wirklich mal ansteigen. Ja, wenn sie ansteigen, kriegen wir es nicht mehr zurück. Das heißt, die Wissenschaft muss hier einstehen und muss sagen, wir sind diejenigen, die beurteilen können, ob Maßnahmen, die wir treffen, auch wirklich effektiv sind, auch das tun, was sie tun sollen und was sie die Nebenwirkungen. Dann haben wir als drittes die Resilienz. Frage, wer ist doch derjenige, der das übernehmen kann? Meines Erachtens ist das eine genuin politische Aufgabe. Weil die Politik, zumindest in der gängigen Darstellung, dafür da ist, Gemeinwohlorientierung für eine Gemeinschaft darzustellen. Und sie kann es sich nicht leisten, eine Gesellschaft sozusagen einer hohen Verwundbarkeit auszusetzen. Die muss deutlich machen, dass Investitionen in Resilienz, die in der Regel Investitionen gegen Effizienz, Resilienz und Effizienz stehen am stärksten im Gegensatz zueinander, dass hier die Balance, und da sieht man auch die Balance zwischen Politik und Wirtschaft, es ist immer eine Frage, wie viel Effizienz bin ich bereit aufzugeben für wie viel Resilienz. Das muss ich aushandeln. Und dann kommt der vierte Bereich der Fairness dazu. Und der Fairness-Bereich sehe ich in besonderem Maße im Bereich der Zivilgesellschaft. Das ist diejenige, die quasi Werthorizonte der jeweiligen Gesellschaft mit abbildet. Das sind die, die spontan das, was in einer Gesellschaft sich als Wert, als auch als Vision einer gerechten Gesellschaft ausprägt, mit in das politische Diskursgeschehen einbringt. Und damit haben wir plötzlich ein Governance-Modell, das aus diesen vier Größen besteht. Die vier Größen sind die Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und die Zivilgesellschaft. Nun ist das kein Deus ex machina, aber es zeigt etwas, nämlich, dass zur Steuerung dieser systemischen Risiken und damit zum Beitrag für eine nachhaltige, das heißt diese Risiken nicht mehr manifestierende Entwicklung, wir eine Kooperation, einen gesellschaftlichen Diskurs oder wie immer ihn nennen wollen, zwischen diesen vier Funktionsträgern einer Gesellschaft brauchen. Und es wichtig ist, dass die Macht so verteilt ist, dass alle vier genügend Macht haben, dass die anderen sie nicht ausboten können. Das hört sich immer einfach an. Das umzusetzen ist sehr schwierig. Wir sehen, dass es eben Machtdifferenziale gibt. Die wird es auch immer geben. Aber man muss in diese Richtung gehen. Das heißt, das, was wir häufig so mit dem Thema roten Tisch vielleicht auch ein bisschen idealisieren, ist aber in der Struktur das Richtige. Wenn wir eine nachhaltige Entwicklung wollen, die mit diesen systemischen Risiken besser umgehen kann, damit wir den Katastrophenfall, der immer bei diesen Risiken droht, nicht wirklich erleben, dann brauchen wir ein Steuerungssystem, das ganz bewusst diese vier Steuerungsprinzipien verkörpert durch die entsprechenden Gruppierungen Wirtschaft, Staat, Zivilgesellschaft, Wissenschaft in den Diskurs und auch in die Steuerung einbringt. Nur so wird letztlich möglich sein, dass wir mit den systemischen Risiken dann auch sinnvoll umgehen können und sie auch, wie all die anderen Risiken, die uns im Alltag lange Zeit geplagt haben, wo wir eine Erfolgsgeschichte haben, die ist hier bei den systemischen Risiken schwieriger, aber sie ist nicht ausgeschlossen. Und sie bedarf einerseits des aufgeklärten Bürgers, der aufgeklärten Bürgerin. Das ist notwendig, sonst können solche kollektiven Prozesse nicht stattfinden. Das allein reicht nicht.
sondern wir müssen darüber hinaus neue kollektive Steuerungsprozesse haben, die einen Diskurs zwischen den steuerungsberechtigten Gruppierungen einer Gesellschaft ermöglicht und die ein Gleichgewicht erzeugt, bei dem zwischen Effizienz, Effektivität, Resilienz und Fairness eine Überlappung stattfindet, die die Trade-offs dieser Konflikte zwischen diesen Vieren so verstärkt bzw. so versucht einzubinden, dass ich mindestens einen Mindeststandard auf jedem dieser Vier erreiche und vielleicht den einen oder anderen dann je nach Bedarf nur etwas stärker berücksichtigen kann. Das muss die Aufgabe sein. Wie realistisch ist das? Das können wir vielleicht in der Diskussion dann auch weiter vertiefen. Es wäre sozusagen das Bild, das ich gerne entwerfen möchte, einer partizipativen Gesellschaft, das ist das, was dahinter steht, einer Gesellschaft, in der es einen offenen Steuerungsdiskurs gibt, an dem Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft gleichberechtigt teilnehmen und an dem wir dann auch die systemischen Risiken erkennen und letztlich auch dagegen etwas tun. Vielen Dank.